Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und ja, heute ist Champions League und dafür ist natürlich heute wieder ein Orakel auf meinem Kanal. Und zwar das Viertelfinalspiel Barcelona gegen Bayern München. Mein Tipp wäre ein 1:2 für die Bayern. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie das Spiel zu Ende geht. Oder wer vielleicht weiterkommt. Ja. Und heute habe ich für euch hier die Topps Match Attack Champions League Karten aus der Saison 1920. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Halbzeit und los geht's. So, ich muss hier wieder mit Handschuhen ran agieren, aber scheint ja recht gut zu gehen. So, ich bin mal gespannt. Wie das Orakel ausgehen wird. So, wir machen das hier mal ein bisschen auf Seite. Zack. Das hier auch. Drehen das Ganze mal. Und wir haben als erstes Rodriguez von Chelsea. Also, ja. Dann haben wir hier von Salzburg. Na, was ist? Valci oder? Ja, egal. Dann haben wir hier noch von Valencia Piccini. Na. Bitte scharf stellen. Dann haben wir. Da haben wir das 1:0 für Barcelona durch Rakitic. Dann haben wir hier noch Ben Davies von Tottenham. Dann haben wir hier noch eine Club Legend von David Silva von Manchester City. Die sieht ja mal richtig geil aus. Ja, moin. Ja, und dann kommen wir zu den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit. Es ist noch alles drin für die Bayern hier. Na? Und da haben wir Eden Hazard von Real Madrid. Dann haben wir hier von Olympique Lyon. Joachim Andersen. Bitte scharf stellen. Dankeschön. Dann haben wir hier von Leipzig Marcel Sabitzer, die ja gestern weitergekommen sind. Finde ich echt gut. Dann haben wir hier das Bayern 04 Club Logo. Dann haben wir hier von Liverpool Firmino. Und zu allerletzt haben wir dann Di Maria von Paris Saint-Germain, Man of the Match. Und das war's mit der ersten Halbzeit. So, also Barcelona führt im Orakel mit 1:0. So, machen wir mal hier hin. Zack. Und dann holen wir mal hier die zwei Booster noch. Und wir starten direkt mal in die zweite Halbzeit und auf geht's. So, wir haben jetzt bei mir 3 Uhr. Und ich mache mit der Trillerpfeife hier rum. Ja, moin. So, hier haben wir von Chelsea. N'Golo Kanté als MVP. Keine Ahnung, was das heißt. Wenn das jemand weiß, was das heißen soll, MVP, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. So, dann haben wir hier von Paris Kylian Mbappé. Dann haben wir hier Ederson von Manchester City. Bitte scharf stellen. Jawohl. Dann haben wir hier von Neapel Dries Mertens.
Dann haben wir hier von Galatasaray, wie heißt der? Ömer Bayram. Und der letzte Spieler aus diesem Booster ist Jan Oblak von Atletico. Ne, das. Ja. So. Und wir kommen zu den letzten 20 Minuten der zweiten Halbzeit und zum Endergebnis in diesem Orakel. So. Zack. Zack. Da haben wir Thomas Müller vom FC Bayern München. Thomas Müller vom FC Bayern München und damit das 1:1. Dann haben wir hier von Benfica Franco Cervi. Dann haben wir hier von, was ist das, Lil Chica. Dann haben wir hier von Juve Rabio. Dann haben wir hier noch von Inter Mailand Lautaro Martinez. Und die letzte Karte ist von Lil Chica. Hatten wir nicht eben schon gehabt? Ja, Man of the Match Karte. Und ja, das war's mit diesem Orakel. Ja, Endergebnis ist 1:1, was ich aber nicht glaube, dass das so ausgehen wird. Ich glaube, ihr auch nicht. Geht sowieso nicht. Einer muss weiterkommen. Und deshalb denke ich, ein 1:2 für die Bayern wäre möglich oder machbar. Ja, denkt dran, eure Ergebnisse in die Kommentare zu schreiben oder wer weiterkommt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel-Video oder Livestream. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.